So, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das letzte Video werde ich jetzt vielleicht mal löschen. Die richtige Kamera habe ich jetzt ja schon drunter geschrieben und die werde ich jetzt auch mal in die Beschreibung packen. Das heißt, ihr könnt einfach mal auf den Link klicken. Ja, ganz unten in der Beschreibung ist, glaube ich, fast der letzte Link. Und ja, das ist also die Sony, wie heißt sie jetzt noch gleich, FDR AX100E. Da seht ihr es. Wird jetzt hier nur langsam scharf, weil hier wieder dunkel ist. Da seht ihr auch, die kann schon in 4K aufzeichnen. Das da drunter ist nur meine Soundkarte und das da drunter ist dann hier ein neues Astro A40 Headset mit Mix M Pro. Und da habe ich auch noch etwas einigermaßen Neues. Meine Game Capture HD 60. Ja, mein altes ist kaputt gegangen, dann habe ich das Geld zurückbekommen und habe mir für das gleiche Geld die HD 60 gekauft, also kostenloses Upgrade, auch nicht schlecht. Ja, Kamera habe ich euch jetzt gesagt und ich will jetzt auch ein paar Kameratests hier so machen. Also keine Kameratests, sondern so ein paar Qualitätstests. Leider kann ich selten draußen aufnehmen, wenn ich zurück von der Arbeit komme, ist es schon dunkel. Aber es kommt bald, jetzt am Wochenende werde ich wohl sicherlich mal ein bisschen was aufnehmen können. Ich würde aber sagen, die Qualität ist auf jeden Fall besser als mit der 600D. Genau. Und ja, hier habe ich auch ein paar manuelle Einstellmöglichkeiten, die ich hier ganz bequem machen kann. Zum Beispiel das Bild jetzt hier heller machen. Also den Gain erhöhen. Jetzt habe ich hier den höchsten Gain von 33 Dezibel. Jetzt werdet ihr ein extremes Bildrauschen sehen, deswegen reduziere ich das mal ganz schnell wieder. So. Ich habe jetzt auf 9 dB gestellt und ich werde mal auch so einen kleinen Rauschtest mal machen. Denn so, eigentlich hat die Kamera sehr wenig Bildrauschen. Und ich werde das einfach mal draußen testen und mit den ganzen Gain-Einstellungen werde ich das auch mal auf dem Stativ testen. Und ja, das kommt dann noch. Stativ habe ich ja da stehen. Das ist leider ein sehr günstiges, daneben steht der Staubsauger. Ich werde eventuell bald noch mal ein Fotostativ bekommen, also mir eins kaufen. Und jetzt zeige ich mal ganz kurz hier noch meinen PC, denn eigentlich soll das Video auch darum gehen. Wie gesagt, so ein paar kleine Kameratests werden dann kommen von der FDR 100X. Nee, wer ist die Nummer? AX100, oh Mann, ich vertausche das auch immer. So, jedenfalls, hier haben wir meinen PC. Das hat ja auch jemand drunter geschrieben. Hoppala. Einmal das hier runter. So, da sehen wir den hübschen PC. Und jetzt ist es eben auch ganz praktisch. Ist ein bisschen dunkel hier. Ich habe jetzt kein Licht hingestellt. Jetzt mache ich einfach kurz das Bildrauschen ein bisschen höher. Dann seht ihr ein bisschen mehr. 21 dB haben wir jetzt. Das ist schon sehr viel. Aber gut, ich hoffe, es hält sich noch in Grenzen. Da haben wir den Be Quiet Lüfter hier, den hinteren. Halte ich mal ganz kurz an, das kann man wirklich ganz einfach machen. Das haben ja schon einige sich ja darüber in den Kommentaren beklagt. Oh, du fasst einfach in die Lüfter rein und in den PC rein. Das ist kein Problem. So, die zweite Grafikkarte habe ich verkauft, das habe ich schon mal gesagt. Haben trotzdem noch einige gefragt. Das Netzteil hier habe ich immer noch, das läuft passiv zurzeit. Da gibt es ja diesen tollen Switch. Moment, ach, den sieht man hier gar nicht, nee. Jedenfalls läuft passiv bis 300 Watt circa. Da seht ihr es, 1000 Watt, 80 plus Platinum. Und ihr seht vielleicht auch schon ein paar andere Veränderungen, also bis auf die Grafikkarte, die weg ist. Jetzt habe ich nur noch eine GTX 780 Ti Matrix Platinum. Ja, vielleicht ist es jetzt schon irgendwem aufgefallen, dass ich ein anderes Mainboard habe. Da oben steht X99 Series. Habe ich ja schon auf Facebook gepostet. Die Leute auf YouTube wissen es vielleicht noch nicht, falls ihr mich jetzt nicht bei Facebook gefollowt habt. Ja, also X99 Plattform habe ich jetzt. CPU habe ich jetzt aber nicht den 8-Kerner. Das war ein bisschen zu teuer. Da habe ich jetzt den i7-5820K, also das Einsteigermodell mit den 28 PCI-Lanes, leider nur.
Aber der reicht vollkommen aus. Den habe ich übertaktet auf 4,4 GHz. Ja, das ist ein bisschen warm hier, aber das geht noch. Ja, die Corsair H110 kühlt das Ganze noch. Da oben seht ihr den Radiator. Und da sind die beiden Noctua NFA 14 oder NFA 15 PWM mit maximal 1500 Umdrehungen. Beide aber reduziert auf 1000 RPM, genau. Ja, genau, also Mainboard, Asus X99, Prozessor habe ich gerade gesagt und 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher. Zeige ich auch mal ganz kurz hier. Ich versuche es einigermaßen zu zeigen. Ist schwierig, aber da seht ihr es. G-Skill Ripjaw. Ich mache es ein bisschen heller noch. So viel Bildrauschen, aber da seht ihr es. DDR4, G-Skill Ripjaw 4. So, ich reduziere das Bildrauschen mal wieder ein bisschen. Also, das ist so mein aktueller Rechner. Falls ihr den gerade wirklich hören solltet, dann ist die Kamera echt gut. Denn man hört eigentlich nur... Ja, weiß nicht. Ich weiß gerade nicht, woher das minimale Geräusch kommt. Eventuell von der Pumpe, aber es ist schon schwer auszumachen, von woher die PC-Geräusche kommen. Das ist schon echt Hammer. Ja, da vorne die beiden Lüfter, beziehungsweise nur der eine Lüfter hier, der läuft gerade nicht. Den habe ich noch nicht angeschlossen. Ja, aber sonst war es das mit dem PC-Update. Ein neues Setup-Video wird dann wahrscheinlich jetzt auch bald kommen, damit ich mal die ganzen Roomtour-Gedöns da zusammengefasst habe. Und ja, eigentlich würde ich gerne noch bis zur neuen Grafikkartengeneration warten, bis ich dann hier mal die GTX 980 Ti habe, aber gut, das wird wohl noch dauern, deswegen kommt vielleicht Ende dieses Jahres noch ein Setup-Video. Aber so lange ist es ja nicht mehr hin. Gut, ich würde sagen, das war's jetzt von diesem doch sehr langen Video. Wird eine ganze Weile dauern, das hochzuladen, mache ich dann in der Nacht jetzt. Und hier nochmal mein Sofa in 4K-Qualität. Sieht jetzt auch nicht wirklich aufgeräumt hier aus. Überliegen noch Klamotten und so Schulbücher und sowas rum. Und ja. Hier habe ich übrigens auch noch eine andere Grafikkarte, die ich jetzt teste mit der neuen Kamera. Die GTX 750 Ti. Da wollten auch viele einen Test drüber sehen. Kommt jetzt, Leute. Und sonst habe ich hier eigentlich nicht mehr wirklich viel. Ich weiß nicht, ob ihr auch mal einen Test von diesem neuen Astro-Headset sehen wollt. Die alte Version habe ich ja mal vor 2-3 Jahren geunboxed und das ist jetzt hier die neue Version. Sogar noch hier mit der Schutzfolie drauf. Sieht ganz schick aus, das Teil. Da könnt ihr mal sehen. Also ein nettes Teil auf jeden Fall, aber ob das interessant ist. Als nächstes habe ich jedenfalls erstmal geplant, hier mein Edifier S730D zu reviewen. Das habe ich ja schon eine ganze Weile jetzt vorgehabt. Da seht ihr den Subwoofer. Das wollte ich mal so ein bisschen testen und euch zeigen. Ja, und das wird erstmal so als nächstes kommen. Und ich habe schon ein Video zum Grafikkartenübertakten gemacht. CPU-Übertakten kommt noch einmal gesondert. Aber ja, erstmal Grafikkarten. Ich denke mal, das wollten auch einige. Das habe ich jedenfalls öfters in den Kommentaren gelesen. Und jo. Meine Xbox One ist das hier noch, die ich auch noch nicht so lange habe, auch noch mit den Plastikteilen hier drauf, damit ihr jetzt nicht noch mehr Kratzer bekommt. Und da hinten ist noch mein Testsystem. Das steht hier auch schon eine ganze Weile. Leider länger nicht mehr ja, angeschlossen, einfach aufgrund meiner Prüfung und sowas. Naja, gut. Okay, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gut findet jetzt mit der neuen Kamera und natürlich, was ich jetzt so mache. Also seid ihr damit einverstanden, dass ich jetzt erstmal das Review wahrscheinlich mache und GPU übertakten, was als erstes kommt, das ist so eine gute Frage. Und ja, zu meinem System könnt ihr auch mal was schreiben. Wie findet ihr mein System jetzt mit dem X99 Chipsatz? Ist auf jeden Fall erstmal zukunftssicher mit M2 Slot und sowas. Beim Mainboard habe ich sogar mehr ausgegeben als bei der CPU. Das ist schon ein bisschen seltsam irgendwie. Die CPU hat mich nämlich nur 280 € gekostet
Und das Mainboard, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall mehr, über 300. Ja, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr seltsam, dass Mainboard hier mal mehr kostet als die CPU. Aber gut, ist eben noch Spiel nach oben vorhanden. Okay, das soll's gewesen sein, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.